Holen wir mal diese Satzung zurück. Zack, und dann fahren wir in diese Kiste. Dieses Monstrum des Damages. Dieses Monstrum des Damages. Oh! Oh. Jetzt aber was los hier. Jetzt kommt man Zehner. Da können wir uns auf jeden Fall wehren. Ach, im Zehner. Weiß ja Bescheid, ne? Selbst im Zehner. Ja, hier ein Solarplexus, Junge. Weißt ja, was das heißt, ne? Bam! Und danach Vollgas. So, Zehner. Jawohl, auf Minen. Und drei Artis. Oh, besser kann es nicht laufen, oder? Genau. Oh, leck. Wo verstecken wir uns denn da am besten? Ja, hier ja rechts direkt am Stein. Da rechts? Okay. Dann, nee, ich fahre ganz nach links rüber an diese Ecke da hinten. Okay. Ja, was haben wir für einen Durchschlag mit Premium? 310, ja, das ist schon ordentlich. Gucken wir mal. Gucken wir mal, Du wie fährst links, ordentlich das ist. ich fahre mit dir links. Wir fahren links zur Insel, oder willst Nee, du? nee, ich will erst nur da vorne unten Vorne in der an die Ecke, okay. Nee, dann bleibe ich 4-5er-Ecke. hier rechts. Dann bleibe ich hier rechts stehen. Okay. Chris, wohin? Ich fahre vorne an die Ecke. Ja, alles klar, dann los. Dann schnellstens in Position und beware for the Arty. Passt auf die Artys auf. Oh, unser AMX kriegt da oben in der Mitte schon Lack. Aber vielleicht kann er den WZ rausholen, das wäre gut. Ja, Jawoll. super. Oh, die Insel wird aber ganz böse gepusht, wie es aussieht, hä? Oh. Gut, der Hill ist wieder menschenleer. So, Chris, wir müssen gucken, dass wir die linke Seite da ein bisschen klären. Irgendwie müssen wir da jetzt aufpassen. Aufpassen. Panther 8-8. Ja. Ja, mein erster Schuss geht schon mal nur Ponta Mosso. Aber ich hab noch einen. So! Jetzt bin ich heiß! Jetzt geht's ab, Freunde! Nein, nicht schon wieder! Oh, schnell, schnell! Oh. Jetzt Komm, wir geht's pushen links rund! rum. Wer geht mit? Wer geht mit? Wer pusht auf der Insel? Komm. Warte, willst du pushen? Ja, genau, komm. Da steht 4 zu 1. Wart, da Weil oben. sonst stehen wir dahinter und wir campen noch 10 Minuten und wir haben 300 Damage gemacht. Komm, wir pushen mal richtig hier. Einen krieg ich noch raus, einen Schuss da oben. Die pushen nämlich da oben, Die holen sich jetzt den Hill mit den Heavies. Scheiß Maus, ey. So, Maus habe ich jetzt getrackt. Schalten wir mal auf Premium. Ja, die pushen dahin komplett mit ihren Heavys rum. Ich versuche die Position hier immer noch zu halten. IS-3 zieht sich wieder zurück. Komm nochmal hoch, komm. Hat die Hit gefressen? Was ist mit der Maus? Kommt die jetzt vor? Fährt die wieder weg? Voll, weg ist er. So, Maus. Was ist mit der Maus in der Mitte? 5-4. Jetzt pushen die über Ja. rechts. Die Heavys von denen. Aber unser T34 kann sich immer noch erwehren. Fragt sich nur, wie lange noch. So, die Maus guckt oben raus. Ich finde keine Stelle. Doch. Ich habe eine Lücke gefunden. Mut zur Lücke. Gekettet. Nochmal eine 400er Kelle.
Rechts sind die Heavys durch von denen. Ja, ich komme nochmal zurück. Mal hier, hänge aber auch fest. Ich komme an der Maus im Moment nicht durch. Jetzt ist sie raus, sehr schön. M103. Kriege ich den rin? Ja, den kriege ich rin. Komm. Komm schon, du Type, komm raus! So, Hill ist uns. M103 ist raus, sehr schön, Christian. Jetzt können wir vorrücken in der Mitte. Jetzt können wir vorrücken, los! Nein, nicht schon wieder! Oh, schnell, schnell! Oh. Vorwärts! Das ist deine Stimme da, Bam Bam. Nee, das ist nicht meine Stimme. Urlig. Nee. Weil ja kann man nie wissen, deswegen frage ich mal nach, weißt du? Mann, weg den WZ! Jawoll! Mensch, sind wir hier am Aufräumen. Das gibt's sogar mir am Aufräumen. Moin, Golddigger. Golddigger, Bock für mitzufahren. Sag Bescheid und dann tauschen wir immer munter durch. Schon jahrelang nichts mehr gehört von Golddigger. So, ich bin jetzt killgeil. Ich muss hier jetzt vorrücken. Ich bin killgeil. Wo ist denn der Stritzwagen da oben? Komm raus, zeig dich. Stritzwagen. Gut, alles klar, hat sich erledigt. Wo steht der Udes? Da ist er doch. Habe ich den jetzt nur gekettet oder was? Oh. Gut, schön, Leute. Schön abkassiert. Wir sind die Abkassierer. Wir haben hier so richtig... Aber mal so richtig ruhig bleiben. Und dann, wenn der Typ nochmal aufsteht, dann trittst du ihn voll aus dem Bild. Wo gibt's Frühstück? Ah, bei uns gibt's Frühstück. Oh, ich habe fast eine neue Fähigkeit. Sehr schön. Teamauswertung, da gucken wir mal. Dutch, ey, ich habe gedacht, der hätte Schmier rausgekloppt. Ja, ich habe nur einen Schuss abgeben können. Ah, okay. Links. Ich hätte rechts stehen bleiben müssen. Chris, Entscheidung. Gut aufgeräumt. Chris war, glaube ich, sogar der Beste. Guck mal hier, 893 Grunderfahrung, Platz 1. Gut. Ausführlicher Bericht. Mal schöne 50.000 abkassiert, so macht das Sinn. Mit den Premium-Panzern spiele ich ja so gerne, das gibt's gar nicht. Ne? Also das ist unglaublich. Ich bin doch dein Chef. Ach nee, du bist ja auf der Arbeit. Ne? So, ich bin dran, oder wer ist dran, oder was? Ja. So. Und jawohl. Laut hier. Naja, gut. Was haben die denn? E100. Okay. Ein E100. Ein T95. Ein M103. Alles unsere Freunde. Ich fahre nach rechts natürlich, ne? Mit meinem Klingenglöckchen frohe Weihnachten Aufdruck. So. Was hast du da für Aufdruck? Naja, hier frohe Weihnachten oder so. Was war doch in diesen komischen Dingern drin? Diesen Kisten da. Legen wir los. Also diese Schrift, ne? Die Farben hier, das ist die ganz normale Lackierung. Ah, unser E75 fährt schon mal nach drüben. Na, dann hoffe ich ja mal, dass er da alleine die ganze Seite halten kann. Nach drüben. Ans Wasser. Im Osten. Gucken. Ah, ja.
Komm, bam, bam, gib mal Gas. Jo, ich habe Vollgas hier. Ich habe Lachgas da nicht drin. Wir brauchen dich hier. Ich habe Lachgaseinspritzung eingeschaltet. Lach mal. So. Wollt ihr da stehen bleiben? Ich will nicht als Erster eine Fresse. Sagen wir so, als Achter. Boah, in der Mitte geht's ja ab. Oh, unser VK räumt natürlich schon mal gut auf da. Das ist schön. Yeah! Ja, genau, und wieder die Kette. Noch einer auf die Kette vielleicht. Unglaublich. Wieder so ein scheiß Franzosen-AMX-Typ. Ferdinand mit Gold. Ach, da steht nur ein T95. Ne, jetzt fahre ich aber hier nicht mehr raus. Ich habe nur noch halb live. Da fahre ich jetzt nicht mehr raus. Da können mich mal am Arsch lecken, Leute. Ja, ich fahre auch zurück. Mal guck mal, die Base. Glaub, ja, obwohl. Geht noch. Ah, noch geht's. Geht noch. Oh, der T95 rückt hier unten durch. Der E100 ist schon mal raus, sehr schön. Die kommen hier mit mehreren Fahrzeugen, Bedjet und T95. Wir müssen hier unserem VK helfen. Naja. Kettet. Jetzt kommt die Bedjet. Die dürfen hier nicht durchkommen. Hol dir die Badge. Obwohl, ne, du bist One-Shot. Lass es. Type wieder gekettet. Jetzt bin ich auch One-Shot. Der Type ist gekettet. Der T95. Oben auf die, Kuppel. Mann, T69, Mann. Immer schön genau. Oben auf die Kuppel ballern, dem T95. Ah, oben Mann, rechts auf die Kuppel. Mann. Wart. Wenn er geschossen hat auf der VK, jetzt. Oh, prall ich ab. Jawohl, schön. So, jetzt müssen wir nur noch dahin aufpassen. Fahr mal besser, also ich fahr oben rum. Ich fahr nicht hier ohne rum. Oh, scheiß Arti. Bedjet Arti haut mir konstant rein hier. Mann. Also ich tippe mal nicht, dass ich hier nur irgendwas abgrinn. Mit meiner wahnsinnigen Geschwindigkeit. Und mit 39 live. Aber es ist ein schöner Tagessieg. Die haben mal schön dominiert hier. Der Michael aus Berlin.
Wir stehen hier Wracks rum von denen, ey. Alles total zerschossen und demoliert. Ziemlich komplett geil. Blatt gemacht haben ja, wir. Ja, so. Ja, ja. Das war geil. Ja, ich hab den mir. Einer habe ich mir in die Luke ringezimmert, aber Burgelcut, Wahnsinn. Moin Burgelcut, jetzt lese ich es den Namen. Unglaublich. Ja, ich habe ja dem T95 geil. Eine in die Luke reingezimmert und mit dem zweiten bin ich dann nicht durchgekommen. Ja, grüß dich Burgelcut. Cool. Ja, morgen Burgelcut. Geil, dass du da bist. Ja, die 3000 nehme ich natürlich mit auf meinem Weg zum Mäuschen, zum Mäuschen. Ich würde ja fast den Burgelcut mal inladen, ob er Lust hat mitzufahren. Also, wenn er schon im Livestream ist, vielleicht hat er ja Lust zu fahren, es sei denn, er ist auf der Arbeit oder so. Dann geht das natürlich nicht. Jo, das war meine Runde. Dutch, du bist dran. Ja, komm, da habe ich noch immer persönliche Reserven für eine Stunde. Habe ich da irgendwas? Eine Stunde hier. Die haben wir mal drin. Eine Stunde haben wir die noch drin. Ja, das war's. Die zwei haben wir noch drin. So, Chris. Hau was drin. Neuner. Ja, da fahre ich T49. Da brauche ich immer einen Tagessieg. Da bin ich auf dem Weg zum Sheridan. Da gucken wir mal. Auf geht's. Boah, ey. Läuft nicht gut, läuft überhaupt nicht, gar nicht. Ich glaube, wir hatten eine gute Runde auf Tier 8 am Kloster. Das war's. Ja. Und auf Tier 10 nur weggerippt. Man wird nur abgerippt. Puh, so. Soll ich jetzt in die mitfahren zum Spotten? Wie viele Scouts haben wir dann? 1, 2, 3. Die Frage ist, fährt ein anderer Scout jetzt in die Mitte? Dann fahren wir hier schon zu zweit in die Mitte. Das ist jetzt immer... Oder soll ich nur rechts düsen und da rechts versuchen, was aufzumachen? Na, gucken wir, was der Badger 12 macht. Wo stehen dann die anderen zwei Scouts? Die stehen weiter da links. Die stehen da hinne. Nee, ich fahre rechts ins Tal und versuche da vorne an dem kleinen Hügel irgendwas aufzumachen. Gucken wir mal. Boah. Aber, moin, aber Sarah. Arti, wir haben kein Arti. Also rechts aufmachen doch, bringt nichts, denke ich, oder? Ah, der Lorraine haben wir, genau. So. Gut. Einer fährt in die Mitte, das ist schon mal gut. Ja. Prototyp T28. Hey Arti, mach mal was. Da fährt die fahren gar nicht in die Stadt, ne? Fährt keine in die Stadt. Schon wieder gelaufen, du. Wenn da keine ja, gut, in die Stadt guck mal, die gegnerischen Heavys, wo die stehen. Wetchet kommt hier bei mir.
Bin noch im Reload. Schön. Da kommt ein Patriot. Seid ihr nachgeladen? Ja. Ja. Da ist wieder eine Bedjet. Badget? Ja. Kriegt die einer? Nee, ich bin im Reload. Schön. Ich versuche wieder ranzukommen da vorne. Da schalte ich zurück. Ich versuche da vorne wieder hinzukommen. Alles klar. Ich habe hier Besuch von der T28. Ach, ist der da vorgefahren? Ja. Ich komm. Ah, schon gut. Ich habe ihn jetzt. Schön. Super, Dutch. 4 Kills bis jetzt. Das macht Sinn. Ja, endlich. Endlich. Gucken, ob ich hier was aufkriege. Nee. Doch. Schön. Waffenträger auf Panzer 4. Oh ja, genau, der jagt ihn. Der hat nur auf mich gewartet. Oh Mann, los, gewinnt das Dingen. Boah, die haben aber auch noch Kaliber, ey, mein lieber Mann. Oh, ey.
Der Jagd-E kommt. Oh, ey, Leute. Von wem wurde der gekillt? Jagd-E. Ja. Wieso? Alleine, was soll ich machen alleine? 11-11, jetzt verlieren wir das Ding auch noch! Das doch glaub ich nicht. Was ist denn mit unserer Art? Die macht die was. Der jagt die, dreht er die Seite zu. Ja. Hin und rechts steht noch der Petten. Vorsicht, jetzt kommt der Jagd eh. Unglaublich. Also ich weiß nicht. Jetzt haben wir ja hier wirklich. Jetzt haben wir ja hier wirklich Gaskin, ne? Aber ich weiß ja nicht, warum die 2T10 aus der Stadt zurückgefahren kommen und. Pervers, echt. Panther. Du musst ja versuchen, ja, was da. Zu. Der muss ja spotten. Die Arti müsste sich mal anders dahin verlagern. Ich weiß nicht, von da hinten kann die Arti, glaube ich, nicht durch die Felsen schießen. Weiß ich nicht. Also. Macht die überhaupt was, die Arti? Kann das irgendjemand mal sehen, ob die Arti hier was macht? Oh, die macht was. Panther? Was macht der jetzt? Ja, der WT wird wahrscheinlich an der Wasserseite entlang fahren. Der wird nie in die Stadt fahren. Was macht die Adi jetzt? Oh Mann, ey. Ja, Panther, du musst dich ja ein bisschen beeilen. Sonst ist der gleich da am Wasser vorbeigefahren. Junge. Oh, der ist aber auch schnell, der Panther. Hat den Motor kaputt oder was? Nee. Jetzt fährt der vor mit seiner Art. Wieso denn das? Ich verstehe das nicht. Man kann doch hier auf Sichtweite jetzt spielen. Der Panther hat doch eine gute Sichtweite, oder? Ich glaube, die zwei stehen auf der Base und campen. Das gibt's gar nicht. Ja, die campen und warten einfach. Siehst du? Weg, boom. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, was der da mit seiner Arti macht. Puh, keine Ahnung. Was macht er jetzt? Das doch glaube ich nicht. Also der kriegt jetzt der kriegt einen Report von mir. Also mein lieber Mann, mein lieber Mann. Der kriegt gleich zwei Reports. Unfassbar. Unfassbar. Also jetzt haben wir ja wirklich hier Gaskin, oder? Man hat es doch wirklich versucht. Ey, das doch gibt's gar nicht. Moin Jörg. Wahnsinn, Wahnsinn, oh. Wahnsinn. Dann hat man solche Typen im Spiel. Unglaublich. Ass, oder? Dutch. Krieger. Kein Panzerass. Mit 6 Kills. Na ja gut, man hat verloren, ne? Zweite Klasse. Wirkungsfeuer. Krieger. Guck dir den Panther an, was der gerissen hat. Unglaublich. 3 Schuss hat er abgegeben, 400 Schaden gemacht.
Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass du. Fahre ich hier 2000 Schaden mit der Kiste und es kommt nur Scheiße dabei rum. Ja, von mir aus. Wobei ich hätte noch einen Zehner, den hätte ich noch nicht ausprobiert. Ja, dann mach. Ja, also heute Morgen zu spielen war, glaube ich, der größte Fehler, den ich je gemacht habe. Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Der decapt das Ding und der nächste Schuss geht irgendwo in die Ketten von irgendwo. Oh, ey. Dann überlege der, warum hast du nicht Heat geladen, HE geladen? Das wäre ein sicherer Schuss gewesen, aber. Ich hab's ja gesagt, ich fahre die ganze Zeit nur da rum, verfahre Sprit, träne mal rum, fahr zurück, schieße Emo. Ja, unglaublich. Ja, das sind Teams, das gibt es nicht. Ja, Tier 10 only wieder. Wie gewohnt, also. Es wird auch wahrscheinlich so bleiben, dass wir auch dieses Match hier bösartig verlieren werden. Ich glaube nicht, dass sich hier irgendwas ändert. Jo, eine. Eine einzige auf Kloster. Tier 8 Match. Wobei, da waren wir Low-Tier mit unseren Achtern. So war's. Das war die einzigste Runde, die vorzeigbar eigentlich war. Ansonsten nur Fail-Teams oder Fails von uns selber. Und, ja, weiß nicht. Man gewöhnt sich dann irgendwann ans Verlieren, traut sich überhaupt nichts mehr zu und, ja. Keine Ahnung. Wie gesagt, wenn nicht der Stream eigentlich bis um 12.30 Uhr gehen wird, hätte ich, glaube ich, schon längst ausgemacht. Ich wollte in der Mitte stehen bleiben, um für darüber zu schießen. Da kommt die Maus angefahren, ne? Hätte ich feuern können. Ah ja, das ist egal. Ich habe eh keinen Heat geladen. Ich glaube, bei der Maus wäre ich gar nicht durchkommen. Aber bin ich schon off. Gut. Oh, guck mal auf der linken Seite. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll, Leute. Ich glaube, das da ist auch die letzte Runde. Es ist also, ich bin komplett verunsichert. Und das dann live, ne? Hammer. Gucken euch mal die andere Seite an. Wird komplett weggerippt wieder. Mega Teams haben wir hier. Oh, nicht ein Bock. Ja, der Optimismus, ich weiß nicht, der verfliegt dann irgendwann, ne? Aber so richtig. Na, krieg ich dann immer so Schuss raus. Oh, jetzt guck dir das was an, was da hinne steht. Komm schon nicht durch das Haus. Die Idee hatte ich auch gerade. Und vergessen. Zumindest führ mal 3-1. So, die pushe jetzt. Heavy Geister. Heavy Geister wird gepusht. Ich versuche hier nochmal wegzukommen, aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Bin offen. Ja. Wer hat mir da jetzt eine verpasst? Objekt. Hardy. Super. Das Geile ist, wir sind hier nur am Reagieren, ne? Wir agieren gar nicht.
ist stramm. Das ist stramm, das da. So. Jetzt sind wir quitt! Mensch! Da kommt da so ein Typ, weißt du? Und er meint, er könnte mir mal so richtig schön in die Fresse reinhauen, verstehst du? Aber ich lass es nicht mit mir machen, verstehst du das? Ich hau dem selber mal eine rein. Ja, das mache ich. Ich hau dem selber eine rein. Und dann hau ich dir auch noch eine rein. Und deinen Freunden auch. Ey, sag mal. Das war wichtig. Da oben steht jetzt noch ein Foch. Und von da drüben kommen sie. Ich habe Klick gehabt, ey, meine Fresse. Ja. Gönn mir den Schuss nicht, ich ketten den und er gönnt mir nicht den letzten Schuss. Mensch! Bisschen schade nochmal. Das war der Dutch. Der Dutch klaut mir den Kill, unglaublich. Ich habe gedacht, es wäre der Anador gewesen. Dich hole ich mir jetzt. Oje, 600 Schade. Ich muss mich schämen. Nein! Menschenskinder! Da eier ich mir echt den Arsch auf. Wo ist denn der Jagd, eh? Gut. Hätte ich nicht gedacht. Wir haben am Schluss noch ein 10er-Match gewonnen. Ich glaub's nicht. Oder haben wir noch ein Match? Ja, eins haben wir noch. Wir haben 10 oder 12. Boah. Was hab ich dann da gekriegt? Die Ekins-Medaille erster Klasse. Eggins-Medaille. Verliehen zur Zerstörung Fahrzeugen 8, 9, 10. Stufe. Oh! Hä? Eggins! Schauen wir mal die Auswertung. 5000 Schaden hat der FV gemacht. Gut, das geht mal mit dem FV, ne? Boah. Mensch, da hat mir der Dutch den Kill geklaut. Naja, egal. Ist nicht sonst hätte ich gar keinen Schaden gemacht. Nee, ich hab gedacht, das wäre der andere Typ da gewesen. Rage des Todes war das da, auf jeden Fall, ja. Ich hab dich auch gar nicht gesehen da unten, weil ich war oben auf dem Hill. Ach so. Ja. Noch einmal. Komm. Wo der Fock war. Ja, dann bleibe ich auch gerade beim T57. Jetzt läuft's. Ja, never change a winning team, sozusagen. So, Freunde, ich glaube aber, das wird die letzte Runde heute morgen sein. Vielleicht gibt's ja auch mal tatsächlich Großgefecht. Wie gesagt, ich war noch nie auf Klondike. Noch nie.
Noch niemals nie waren wir auf Klondike. Mal gucken, vielleicht kommt das ja jetzt. Nee. Aber wir sind mal in einem Tier 10-9 Match. So. Eine Arti ist wieder dabei. Wasp. Okay, dann mir. Naja. Mach doch sowas nicht. Gut, laut Statistik sind die drei beste Spieler im Gegnerteam. Das ist schon mal hoffnungsvoll. Das ist Ansporn, Leute. Das ist Ansporn für uns, die zu vernichten. Gucken wir mal. Nee, komm. Wir bleiben jetzt erstmal bei AP-Munition. Ich kann hier nicht immer meine ganzen Heatgranaten verschießen. Unser T10 geht angeln, oder was? Geht der angeln, oder was? Alter. Ja, die warten natürlich jetzt drauf, dass wir hier hochfahren. Das ist mir völlig klar. Das machen wir natürlich nicht. Ich versuche hier noch schnell wegzukommen, bevor hier oben irgendwas Schnelles hinter mir ist. Versuche ich hier rüber zu kommen. Wo steht denn der Leo? Wo steht denn der Leo? Der muss doch da oben irgendwo stehen. Ich gründe nicht auf. Kann ich nichts machen. Also ich bin hier im Moment wieder mal eine Position gefahren, die mir sehr viel bringt. Wo steht der verschissene? Der Leo muss ja da oben zwischen den Bäumen irgendwo stehen. Ah, super. Auf den E4 hätte ich jetzt gerne gewirkt, aber geht wohl so auch nicht. Jetzt zieht sich teilweise das Gegnerteam zurück. Schön! Hier kommt der Kranwagen. Der Kranwagen schießt mir natürlich aus der Fahrt, trägt er mir noch einen. Ja, ich kann hier nicht weg. Solange der Leo nicht aufgeht und da oben rumgammelt, kann ich hier nicht mehr wegfahren. Ist nicht machbar. Voll. Geht doch. Ja. Keine Chance. Der steht da oben irgendwo rum, der Leo. Und er geht beim Schießen nicht mehr auf. Unglaublich. Kann er nicht weg.
Ist ja nicht, dass unser Team nicht einfach mal vorrückt. Ja, das ist. Da ist der Leo. Leute, da ist der Leo. Zieht sich zurück. Fährt irgendwo zurück auf den Hill. Versucht sich wahrscheinlich in eine noch bessere Position zu bringen, um auf mich schießen zu können. Ich kann nichts machen. Wenn ich hier rückwärts fahren, kriege ich nochmal eine gesammelt. Das ist ein geiles Gefecht, Leute. Ich kann überhaupt nichts hier machen. Aber ein schöner Hit jetzt gerade hier von. Wer war denn das von euch? Wir hatten den Stritzwagen gerade da oben angefackelt. Ich. Der war geil. Der war geil. Also ich bin optimistisch, Leute, dass wir hier noch was rausholen können. Ich bin sehr optimistisch. Wir haben sie eigentlich umzingelt sozusagen, aber da ist der Leo wieder. Der wartet nur drauf, für mir noch einer zu trinken. Jetzt geht unser E75 hier wahrscheinlich raus. Der Leo zieht sich zurück. Der ist tot. Ja. Ja, nach wie vor komme ich hier nicht weg. Weil der Leo da oben einfach gut steht. Hier rückt ein E75 vor, wie es aussieht. Bin ich hier der Spotter oder was? Ja, der Harry. Jo. Oh, und wieder ist die Mauer hinter mir im Weg, um zurückzusetzen und zu feuern. Oh. Nee, kann nichts machen. Totales Schwachmatengefecht von mir. Ja. Ein gelungener Abschluss, Freunde. Ich tippe mal, dass der Leo jetzt gleich hier vorne runtergefahren kommt und mir dann noch einen Gnadenstoß gibt. Und damit war es das dann. Ey, einen Schuss kann ich abgehen mit meinem Panzer. Jo. So, E75, dann schieß. Brauchen wir nichts mehr zu machen. Okay. Hätte ich mich auch gleich abburksen lassen können. Wäre dasselbe gewesen. Total bescheuert, da vorne hinzufahren. Mann, 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 Mann. Naja, vielleicht könnt ihr nur sonst was reißen. Keine Ahnung. Jo, ciao. Finde ich aber auch langsam Hunger. Jetzt wollen wir mal langsam hier Mittagessen regeln, ne? Ja. Chili con Carne gibt's heute zu Mittag. Mensch ins China. Das wird ja mal was. Ja, die Party ist gleich vorbei. Gut. Da gibt es eigentlich nur zwei Runden, die ich bringen kann, ne? Mehr war nicht. So, mach den noch weg, Dutch. Komm.
Hinter dir. Ja, ich kann mich nicht mehr drehen. Oh, was war denn das? Wo ging der hin? mit Auto eben. Voll eingeben. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Mach das Objekt platt. Oh. Ey. Komm nicht durch mit Premium. Premium geladen. Fahr vor, 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 vor. Ja. Mach das Objekt weg. Jawohl, jetzt bleib stehen, bleib stehen. Da vorne ist der WZ noch. Centurion. Das musst du gucken, dass du da wegkommst. Da haben die noch eine Arti? Ja, die haben noch eine Arti. Unglaublich. Komm ja nicht mal weg. Das ist noch nicht. Mach den WZ alle und dann ist das Ding noch nicht verloren. Der Centurion ist immer noch hinter dir. Du musst auf jeden Fall da unten in dem Flussbett bleiben. Darfst nicht da rechts rausfahren. Der AMX ist ganz drüben auf der anderen Seite. Da ist der WZ. Ja, super. Der kann dich natürlich da unten im Flussbett genau erwischen. Ja, jetzt sehen wir mal, was der Centurion noch drauf hat. Arti killt Arti. Centurion schießt HE. Oder was? Voll! Los, Centurion, mach was! Bubi! Ruhig bleiben! Und dann, wenn der Typ nochmal aufsteht, dann trittst du ihn voll aus dem Bild! Das ist wohl die mit Abstand spannendste Runde des Tages. Die, die jetzt das Stadion schon verlassen haben, die kriegen das natürlich alles nicht mehr mit. Aber die, die noch da sind, die werden natürlich jetzt Zeuge von einer doch noch ziemlich spannenden Runde, wie ich finde, die wir eigentlich verloren hatten schon, würde ich sagen, ne? G30. Verschossen. Nee, der hat nicht geschossen. Jetzt kann er. Super. Ja, so, jetzt noch die Arti. Kommt, Jungs! Da ist sie. Oh. Und killt den T30. So, Centurion, mach. Das. Ja! Einwandfrei. Da kommt da so ein Typ, weißt du? Und er meint, er könnte mir mal so richtig schön... Riech schön in die Fresse reinhauen, verstehst du? Aber ich lass es nicht mit mir machen, verstehst du das? Ich hau dem selber mal eine rein. Ja, das mache ich. Ich hau dem selber eine rein. Und dann hau ich dir auch noch eine rein. Und deinen Freunden auch. Super. Zum Abschluss dann tatsächlich nochmal eine schöne, spannende Runde. Die bringen wir auf jeden Fall auch. Ja? Und, ja. Dann bedanke ich mich für alle bei allen Zuschauern fürs Zugucken. Und natürlich bei euch fürs Mitspielen.
Alles klar, danke Und auch. ja, danke. ja, dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche zum nächsten Livestream. Und ansonsten, ja. 29.01. Denken dran, das Fail-Video und am Sonntag bei dem kleinen Panzerfreund auf dem Kanal ein kleines Ründchen von mir. Bin ich echt gespannt drauf. Ne? Grüße hiermit auch nochmal an Burgelkat, der moin hier war, an Tourette am Barett und natürlich auch an den kleinen Panzerfreund und Gravum dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, der war ja auch hier. Ne? Die ganzen YouTuber, meine Fresse. Okay, ich bedanke mich und wünsche euch noch einen schönen Restfreitag und ein schönes Wochenende. Bis demnächst dann. Tschüssikowski! Ciao.